3. Die Stille. Ihr alle kennt die Liebe als Spurenelement. Sie ist die Antwort auf alle Fragen, selbst wenn ihr die Fragen noch nicht kennt. Wenn alles zu groß scheint, zu verworren, zu fremd, wenn ihr meint, in bösem Traum zu sein, in finsterer Stunde, in die kein Lichtstrahl scheint, dann erinnert euch an die Momente ihres Glanzes. An das erste Atmen eurer Kinder, unverhoffte Blicke voller Güte und Verständnis, Hilfe in der Not, Wunder in Ausweglosigkeit. Ihr kennt sie als die magische Schönheit jener Augenblicke, in der sie euch als verstehende Menschenseele, als majestätisch in Zauberfarben gehüllter Morgensonnenstrahl begegnete. Wenn ihr euch erinnert an das sanfte Lächeln, das sie in alle Leben stets zu bringen in der Lage ist, dann ist sie schon da. Schon in eurer Sehnsucht nach ihr ist sie euch nah. Aber was, wenn dich niemand liebt? Wenn dich niemand liebt, wenn du fürchtest zu vergehen, zu verblühen, in der Hitze der wasserlosen Seelensteppen, zu verwelken, unbemerkt von jenen, die das Wunder für sich als Privileg proklamieren oder jenen, die seiner Farbenpracht nicht zu bedürfen scheinen, was dann? Dann darfst du beginnen, den Kreis zu zeichnen, den sie, die Liebe, deine innere Verbündete für dich schließen wird. Zeichne einen ersten Punkt nur, aus dem alles entsteht. Stell dir dabei vor, du seist selbst ein Universum, das sich in Ewigkeit ausdehnt. Erspüre sie, berühre sie, dann verschenke deine Liebe und schau, was passiert. Sie wird aus dir strahlen, wird beginnen, auf der Haut der von dir Geliebten zu erblühen, wird schmerzlindernd in die Lebenswunden rinnen, ihren Weg sich bahnen, alles, was du berührst, wird lebendig durch sie. Jede Seele wird beginnen, frei zu atmen in deiner Gegenwart. Leben wird sich um dich sammeln, wild wachsen wie Efeu, prachtvoll blühen wie Gladiolen. Im Überfluss wird Freude zu dir kommen, wenn du liebst. Doch wenn du glaubst, nicht lieben zu können, weil die Liebe dich nie berührte, dann, trauriges Herz, öffne die Tore zur Stille, zur Quelle des Lebens, empfange dort die Taufe der Erkenntnis, dass die Liebe es war, die dich in diese Welt gesandt hat, mit der Gewissheit, dass ihr Trost dich fluten möchte, mit ersehnter neuer Würde und Erlösung deiner Trauer. Bade dich in Hoffnung, denn die Liebe des Himmels ist wie ein Pfeil, der kein Herz verfehlen wird, das durch ihr zartes Wesen weich genug wurde, alle Bitterkeiten der Vergangenheit bereitwillig loszulassen. Lass dein Herz nicht verhärten, denn harte Herzen können brechen, nur weiche Herzen trotzen jedem Sturm. Verweile in der Stille, dort wirst du finden, was du suchtest, die Substanz, die Heilung, die Freude, die immer in dir war. Es ist, was ist. Ich bin, du bist. Das reicht.